So, dann wollen wir mal erstmal schön pausiert lassen. Wir wollen jetzt hier oben den einen Wald noch ausbauen. Also die ganze Etage. Dafür brauchen wir erstmal einen Weg nach oben. Denn momentan ist das hier unsere oberste Etage. Hier war ja unser Müllhaufen, Schrägstrich, Animal Pasture, den wir jetzt noch da verlegt haben. Dann machen wir doch einfach erstmal den Bereich hier soweit fertig. Müsste so gewesen sein. Ja. Warum macht er jetzt erst diese? So. So, das sieht doch gut aus. Dann hatten wir aber irgendwo noch diese kleinen Stützpfeiler zwischendrin, die man jetzt fast gar nicht sieht, weil alles grau und grau ist. Oder die Etage hat gar keine Stützpfeiler. Ja, da habe ich eine Kleinigkeit vergessen wohl. Na gut, hat wenigstens die Etage wieder welche. Macht denn zwar keinen Sinn, wenn die obere, die untere Stützpfeiler hat und die mittlere nicht, aber sei es drum. Kann man ja noch nachträglich bauen. So, das war das. Und wo bauen wir jetzt die Treppe hin? Einfach hier so in die Seite. Also hier, Treppe nach oben, da, Treppe nach unten und da den Weg. Das sieht nicht symmetrisch aus. Nö, ist es auch nicht. Also das ganze Ding ist nicht symmetrisch, weil nur auf einer Seite eine Treppe ist. Was ich sagen wollte, war... Doch, es ist symmetrisch. Hier und da ist es richtig. Ja, ich fasel schon wieder. Also damit hätten wir den Wald hier oben auch schon mal vorbereitet für die Miner. Denn die Holzproduktion dauert doch ziemlich lange. Also wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, sind hier überall Pilze, aber die wollen nicht ordentlich schnell wachsen. Die wachsen wohl nur gut, wenn sie in den Zimmern von den Zwergen sind. Aber sei es drum. Eventuell könnten wir hier und ein paar Etagen tiefer noch ein paar von den Wäldern aufbauen. Aber so viel Holz brauchen wir ja später gar nicht. Weil irgendwann haben wir unsere Rüstung und unsere Äxte und unsere Hämmer und so weiter. Das Einzige, was inzwischen durch ausgetauscht wird, wird der Zwerg, wo das Ganze dranhängt. Aber wir brauchen irgendwann nicht mehr als 20 Stahlbrustpanzer, 60 Kettenhemden und was weiß ich. Aber ja, dafür brauchen wir das Holz und etwaige Betten für mehr Zwerge. Aber irgendwann haben wir auch genug Betten. Also ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis wir genug Holz haben. So, nächster Punkt. Ich wollte hier die Tür zumachen. Ist die jetzt schon gesetzt? Ja, ist sie. Und wo will der Zwerg da hin? Der ist jetzt runtergelaufen. Warum läufst du runter? Da ist er. Geht wahrscheinlich hier runter. Und dann wohin? Ah, wo willst du hin, Jung? Ich ahne mal, er will da hin zu der Rampe. Ah, er holt jetzt den Stein da ab. Nicht ernsthaft, oder? Stopp. D. B. Forbid Items. Die ganzen Steine, die rumliegen, verbieten wir erstmal. Sonst kommen nach und nach alle Zwerge hier runter, um die einzusammeln. Und hier ist sonst nichts mehr. Nee, gut. So, das heißt, der eine Zwerg nimmt noch den einen Stein da mit. Das ist okay. Und danach dürfte kein Zwerg mehr einen Grund haben, hier runterzukommen. Außer wir fangen halt an, irgendwas abzubauen. Oh, ich sehe grünes Metall. Was ist das? Malachit. Malachit, Malachit, Malachit. Das ist Kupfer. Na okay, besser als nichts. Aber es wäre schon schön gewesen, wenn es Eisen wäre. Da ist jede Menge Malachit. Na gut, bei Zeiten können wir hier runterkommen und das alles in Ordnung abbauen, wenn wir genug Armbrustschützen und so weiter haben. Nächster Punkt. Mandate haben wir gerade keine. Das ist gut. Wie schaut es mit dem Brunnen aus? Der braucht noch Architektur. Kommt also auch gleich ein Zwerg. Dann wollten wir noch unten bei unserer Goblin-Arena. Also jetzt oben von hier aus. Wo ist unsere Goblin-Arena? Da geht's runter. Hier ist die Goblin-Arena. Die Türen stehen. Das Zeug sollte dann noch raus. Das dumpen wir einfach mal alles. So. Und hier müssen wir eine Zone machen, direkt vor dem Loch. Also wenn man irgendwo Leute runterschmeißen will, dann designiert man die Zone nicht in dem Loch, sondern genau davor. Das Spiel weiß dann schon, was gemeint ist. Dann drücken wir P für Pit Pond und Shift P. Und jetzt können wir hier Tiere oder andere Sachen in Käfigen auswählen, die wir dann da runterschmeißen wollen.
Wollen wir aber noch nicht, das können wir dann später machen. Wir wollen aber schon mal die Goblins hier alle abbauen. Besser gesagt, die Käfige abbauen und die Goblins dann nach oben schaffen, damit wir sie später wieder nach unten schaffen können. Und ja, das ist Zwergenlogik. Ich hoffe mal, dabei entkommt keiner, aber die dürften ja eigentlich keine Rüstung mehr haben und keine Waffen. Ist die Tür offen? Jo, ist sie. Na gut. Der eine Zwerg, der den Stein geholt hat, müsste eigentlich schon wieder draußen sein. Ich zoome mal ganz kurz runter. Guck, ob sich hier irgendwas regt. Ich sehe keine Bewegung. Gut. Machen wir oben den Deckel zu. Dum, 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 dum. So. Und keep tightly shut, damit auch kein Haustier dadurch krabbelt. So. Dann habe ich mir noch überlegt, es wurde jetzt ja schon mehrfach gesagt, dass unsere Floodgates nicht halten werden, wenn eine richtige Belagerung kommt, mit irgendwelchen Trollen und anderen Viechern, die Gebäude zerstören können. Da helfen echt nur Brücken. Das heißt, ich baue jetzt hier die Stairs und Ramps mal weg. Und mache dann hier ein riesiges Loch. Also riesig, 6x4 Felder oder so. Das heißt, die Straße muss da auch wieder weg. Und baue dann hier eine Brücke lang. Na, sollte man am besten noch größer machen. Also am besten das ganze Stück hier ausschälen. 2 Etagen runter oder so. Da ist auch nichts. Nö. Also ja, das ganze Gebiet hier ausschalen. Ich mache es mit der Maus. Das hier. Und dann nur über das Stückchen eine Brücke rüber machen. Und die Brücke dann durchgehend eingefahren lassen. So lange, bis mal irgendetwas Interessantes kommt. Also eine Karawane aus der Heimat zum Beispiel. Für die Elfen machen wir gar nicht erst auf. Die sind letztes Mal ja noch so reingehuscht. Haben sie Glück gehabt. So, also ja, das buddeln wir gleich aus, sobald die Rampen weg sind und bauen dann eine Brücke. Dann sind wir zweifach abgesichert. Einmal durch die Brücke, die wir einfahren können und die Floodgates, die den Gegnern auch noch ein bisschen aufhalten sollten. Und falls wirklich ein Gegner durchkommt, sind hier immer noch die Fallen im Weg. Also dürften wir einigermaßen sicher sein. So, der Boden ist immer noch in Arbeit, dadurch hätten wir Wasser. Falls jemand verwundet ist, bleibt noch das Essen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob unsere Essensproduktion so weit gesichert ist. Und hier wächst schon wieder ein. Wächst schon wieder ein Baum in unseren Wohnquartieren. Mehrere Bäume sogar. Pflanzen auch noch. Alles einsacken. Ja, dadurch könnte unsere Essensversorgung auch gesichert sein. Wir fahren einfach diese ganzen Büsche ab. Die müssten auch essbar sein. So ein paar davon. So, die Meerschweinchen werden auch noch alle geschlachtet. Gut, gut. Und draußen müssen die Büsche auch noch weg. So. Was machen wir mit der Straße? Muss man die abreißen? Ja, remove building. Schade, ich wollte eigentlich nur so ein Stück da rausschneiden. Jetzt muss die ganze Straße hier weg. Also bis hier. Na, das können wir später alles neu bauen. So, die Betten. Was ist alles noch in der Produktionsliste? Es müssen noch Türen gebaut werden, Charcoal gemacht und Copper Bowls. Das heißt, wir müssten eigentlich genug Cabinets haben. Ich scroll mal runter zu unserem einen Stockpile. Da sehe ich keine. Hier sehe ich ein paar. Ja, sogar ein paar mehr. Das dürfte reichen. Also B. F. Und jetzt in jedem Zimmer ein Granitdingens. Und danach müssen wir die Zimmer... Was ist das immer so umsortiert? Danach müssten wir die Zimmer eigentlich nur noch zuordnen. Ach ja, dabei fällt mir ein, ich muss hier auch noch meine Milizen ein bisschen durchforsten. Denn wir müssten eigentlich mehr Kämpferzwerge haben. Letztes Mal waren ja nur in jedem Trupp 2 Zwerge drin. Und ich dachte schon, der Rest wäre irgendwie gestorben. Aber es müssten eigentlich mehr sein. Das heißt, das gehen wir gleich nochmal durch. So, drücken wir einfach U. Wir haben Hammerzwerg, Hammerzwerg. So weit, so gut. Die sind auch schon im Trupp drin. Also Webster und der Unaussprechliche. Dann haben wir hier noch einen Hammertrupp, Hammerzwerg und da noch einen. Die sind beide aber nicht im Trupp drin. Gut, also Nadris und Pankolos. Hier ist Segalmet und Giga Games. Die sind im Crossbow-Trupp. Und sonst haben wir keinen. Okay. Also Militärtrupp, die Färbemittel bekommen Zuwachs. Da ist einer.
Kartauler, Hammer, da. So, jetzt haben wir schon mal 4 Hammerzwerge. Besser als nichts. Und wir sollten dann eigentlich nochmal ein paar andere auch abbestellen. Denn 4 Hammerzwerge und 2 Crossbow-Zwerge ist nicht wirklich viel. So, was haben wir hier? Wir haben Hauler, Drachenbursche. So, V, Y, du bist kein Hauler mehr. Du bist jetzt ein X-Bow. Hauler, Grimrock, du bist auch kein Hauler mehr. Du bist auch ein X-Bow. Sind wir bei 4? Dann haben wir nachher gar keine Hauler mehr. Naja, aber die können in ihrer Freizeit haulern, das passt schon. So, du auch. X-Bow. So, sind wir bei 5. 5 X-Bow, jetzt noch ein Hammerer, dann haben wir 5. Und Meruvis. Du bist ein Hammer. So. Militär, Färbemittel. Da, Nadris. Nanu. Nein. Der Koch soll nicht ins Militär. Wir sind hier nicht bei Alarmstufe Rot. Oder wie auch immer der Film hieß. Hauler. Ne, gut. Und unsere Elfenbeinlanzen. Da haben wir jetzt noch 3, die dazu wollen. Drachenbursche. Das X kann man eigentlich ganz gut sehen. Ja, da. Grimrock. Und noch einer. Da, Römerlinge. So. 5, das ist doch schon mal okay. So, deren Schedule hatten wir schon gelegt, also wann wer trainiert. Dann hatten wir noch unten die Schießstände, die müssen noch richtig in Form gebracht werden. Denn es gibt hier diese Shoot-Anzeige, also von wo die Zwerge schießen sollen. Und momentan würden sie von links versuchen, auf die Zielscheibe zu schießen, was ja nicht wirklich gut klappt. Also drücken wir jetzt mal W. Sie schießen von Bottom to Top. Also von unten nach oben. W. So, jetzt müssten sie hier eigentlich trainieren können. So, und da gerade keine Zwerge auf dieser Etage sind, dump ich mal alle Steine. Damit die hier nicht im Weg sind, wenn die Leute trainieren, ne? So, oh, hier ist auch alles zugemüllt. D. Das können wir dann später alles in unsere Stockpiles einsortieren. Momentan ist es einfach nur ein Weg. Und wir haben ja eh gerade ein paar Arbeitslose. So. Ach, jetzt wurde die Karte mitgedammt. Nee, Shift D. Und du nicht. Nee, du nicht. Und der Zwerg auch nicht. So. Ist der Brunnen denn jetzt fertig? Ja, das sieht gut aus. Und wir können hier eine Meeting Hall draus machen. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ja, das würde die Zwerge dazu bringen, hier runterzukommen. Und wenn sie sich denn hier ausruhen und sich unterhalten, dann haben sie halt den Brunnen direkt nebenan. Und das gibt ihnen auch positive Gedanken. Aber ich weiß ja nicht, ob der Brunnen sicher ist. Weil ich kann mir gerade so super eine Party am Brunnen vorstellen und plötzlich kommt da eine Weiwan rausgeschossen. Nee, das wäre nicht so toll. Aber was soll's, das wäre auch zwergisch, wenn das passieren würde. Also bauen wir das jetzt noch ein bisschen aus. Machen hier nochmal 2. Da nochmal 2 und da nochmal 2. Dann werden wir das Ganze hier glatt schleifen und auch engravieren, also diese Muster einritzen, damit das ein richtig schön teurer Raum wird. Und dann machen wir eine Meeting Hall da draus. So, was haben wir noch? Dumm. Wir haben immer noch zu viele Hunde. Und ich habe immer noch keine Nachricht gesehen, dass neue Hunde geboren sind. Okay, das dauert normalerweise auch, ich glaube, ein halbes Jahr. Aber wir können trotzdem noch ein paar schlachten. So, Tiere. Da ist unsere ganze Liste von War Dogs. Wir brauchen gar nicht so viele männliche Hunde. Das heißt, die können schon mal alle weg bis auf 2. Und ich hoffe mal, denn die 2, die am Ende überleben, sind nicht die ganz alten, die wir am Anfang mitgenommen hatten. Weil die dürften auch irgendwann umkippen. Und wir haben inzwischen 2 große Ratten. Okay. Hier haben wir die Cave Pups, die dürfen alle weiterleben, das ist okay. Damit die auch irgendwann groß werden und weiter züchten können. Denn die scheinen sich echt super schnell zu vermehren.
Also wahrscheinlich bringen sie dafür kaum Fleisch, Knochen und so weiter, aber was soll's. Oh, und wir müssen, glaube ich, oben noch hier in unserem Pasture die Nester reinsetzen, damit die Hühner überhaupt Eier legen können. Die sind ja momentan noch hier. Also X und X und X. Und in der nächsten Folge bauen wir den hier oben auf. Also dann, bis gleich.